Hallo, wir sind auf der nächsten Etappe unserer Reise. Das war ein weiter Weg mit dem Boot von Deutschland über den ganzen Ozean ringsrum bis. China, endlich Genau. angekommen in China. Wir haben schon die chinesische Mauer, die längste Mauer der Welt besucht und ja, machen heute eine Reise auf dem Pferd, wünsche ich mir. Mit dem Pferd durch China. Gut, von mir aus mit dem Pferd. Wir wünschen euch viel Spaß mit chinesischen Liedern und Tänzen. No? Genau. Wir sind aus China, ne? Genau. Genau. Ja. Also heute machen wir ja eine Reise mit dem Pferd. Da denke ich, ist es ganz gut, mal unsere Füße auch aufzuwärmen. Und ich stelle mich mal seitlich, damit ihr mich besser seht. Ihr könnt gerne so gerade stehen bleiben. Ich mache das mal alles für euch auf der Seite. So, es geht los. Wir schwingen mal unser Bein. Vor, dann mit dem gleichen zu Fuß zur Seite.
Kreise nach vorne. Können die Ellbogen jetzt auch schon mitkommen. Das Ganze kann größer werden. Und in die andere Richtung zurück. Schöne Kreise mit der Schulter. Sind wir in China und ich muss zugeben, ich habe nicht so richtig ein chinesisches Lied gefunden, aber ich habe schon mal ein Lied mir ausgedacht nach einem Text von Ringelnatz, da geht es auch um China. Und da dachten wir, das geht vielleicht auch. Es kommt auch ein kleiner Melodieteil drin vor, den ihr mitklatschen könnt. Der klingt tatsächlich so ein bisschen chinesisch und den üben wir vielleicht als erstes. So spiele ich das auf dem Klavier. Und ihr klatscht das mit. Und. Klappt schon super. Und jetzt lernen wir mal den Text. Es war ein armes kleines Mädchen, das stickte nur mit kurzen Fädchen. Es war ein armes kleines Mädchen, das stickte nur mit kurzen Fädchen. Ich glaube, Lina war ihr Name. Sie wurde eine schöne Dame. Ich glaube, Lina war ihr Name. Sie wurde eine schöne Dame. Lass uns gleich mal die erste Strophe vielleicht singen, ja? Warte, können wir das nochmal wiederholen? Okay, sprechen wir sie nochmal, dann singen wir sie. Ne? Achtung! Es war ein armes, kleines Mädchen. Das stickte nur mit kurzen Fädchen. Ich glaube, Lina war ihr Name. Sie wurde eine schöne Dame. Und das Vorspiel und... Strophe, ne? Genau, aber das wäre jetzt gekommen, das Zwischenspiel. Und jetzt gehen wir mal in die zweite Strophe. War fleißig, brav und lernte gerne. Da kam ein Prinz aus weiter Ferne. War fleißig, brav und lernte gerne. Da kam ein Prinz aus weiter Ferne. Der sagte, liebe gute Lina, komm mit zu mir aufs Schloss nach China. Der sagte, liebe gute Lina, komm mit zu mir aufs Schloss nach China. Genau, und jetzt nochmal die ganze Strophe. War fleißig, brav und lernte gerne, da kam ein Prinz aus weiter Ferne. Der sagte, liebe gute Lina, komm mit zu mir aufs Schloss nach China. Na wunderbar, das war's schon. Da kommt noch ein kurzer gesprochener Text, aber den spreche ich dann heute mal. Und jetzt üben wir mal diese zweite Strophe mit Vorspiel und... mal komplett, oder? Ja. Einmal noch üben und dann beim zweiten Mal dann richtig. Ne? Achtung! Okay. Und... Okay.
auf einem Thron von gelber Seide. Na super, das hat schon sehr gut geklappt, glaube ich. Und beim nächsten Mal wird's perfekt. Jetzt geht's los. Und Achtung. Bevor es dann weitergeht. So, wir reiten mit unserem Pferd durch China, wie das kleine Mädchen und ihr Prinz. Und wir haben auch schon vorher beim Warm-up ein bisschen geübt, mit die Zehen zu den Knien zu bringen. Und das brauchen wir jetzt auch für unseren Pferdegalopp-Tanz. Und genau, Michi, danke für die schöne Musik. Wir tanzen, springen wie die Pferde. Lauft nicht immer nur im Kreis, sondern wechselt auch mal die Richtung. Ich habe ja hier auch nur einen kleinen Platz, aber ich laufe nicht die ganze Zeit im Kreis, sondern wechsel auch mal die Richtung. Thank you.
die Beine, die Zehen, alles mal durchschütteln, strecken. Sehr gut, bravo. Trinkt einen großen Schluck, erfrischt euch. Wir sind wieder bei unserem Rhythmusteil angelangt und genau das, was wir eigentlich machen, ich sage euch dazu nochmal ein Fremdwort, das heißt auch Solmisation oder Rhythmussolmisation, das kommt von Solmen und das heißt Silben, also einfach, dass man in Silben etwas ausspricht. Es gibt auch eine Solmisation für die Tonhöhen. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das in der Schule noch behandelt wird, vielleicht kennt ihr das schon, so Do, Re, Mi, Fa, So und so weiter für die Tonstufen. Und wir machen aber Solmisation für den Rhythmus. Und heute wollen wir uns mal, wir haben letzte Woche die beiden Grundrhythmen kennengelernt, Takke und Takita. Und heute wollen wir uns mal Takke ein bisschen genauer angucken. Da kann man nämlich schon ein bisschen was damit machen, indem man das Tempo einfach verdoppelt bzw. halbiert. Und da kommt schon ein bisschen rhythmische Entwicklung rein. Wir fangen mal ganz langsam an mit dem Takke-Rhythmus. Und Takke, Takke, Takke. Takke, 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 Takke. Das ist schon gar nicht so einfach, so schnell Takke zu sprechen. Ne? Da muss, man schon richtig üben. So schnell brauchen wir es aber meistens gar nicht. Das ist jetzt sozusagen der einfachste Rhythmus, den es gibt. Der besteht also wirklich nur aus diesen zwei Schlägen. Und in China wird der auch gerne gespielt tatsächlich. Und kann ich euch noch was anderes verraten? Ich weiß ja nicht, ob ihr zu Hause ein Klavier habt oder ein Keyboard oder sowas. Aber in der Schule gibt es ja auch eins. Da gibt es nämlich hier die weißen Tasten. Und da gibt es die schwarzen Tasten. Und die schwarzen Tasten auf dem Klavier, die haben sozusagen, das sind die Töne, die auch in der chinesischen Musik gespielt werden. Man kann dazu auch weiße Tasten nehmen, aber die Tonleiter, die sich aus den schwarzen Tasten ergibt, klingt gleich so ein bisschen chinesisch, oder? Also wenn man schon mal chinesische Musik gehört hat, die benutzt wirklich tatsächlich diese Töne. Und damit es ein bisschen chinesisch wird, macht man die Nina in diesen einfachen Takke, Takke, diesen Rhythmus und ihr könnt mitmachen, ja, alle zusammen den Rhythmus und ich improvisiere dazu. Und Takke, 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 Takke. Ein bisschen chinesische Musik zusammen gemacht oder sowas ähnliches. Und nächste Woche gucken wir mal, was wir in Frankreich für einen typischen Rhythmus so finden können. Bis dahin. Oh, Michi, jetzt tut mir mal ein bisschen der Po weh. Ganz schön viel geritten hier in China. Auf jeden Fall, ich brauche jetzt wieder ein anderes Verkehrsmittel. Ne? Mal sehen. Und es geht jetzt, also wir machen ganz schön kreuz und quer die Reise, muss ich schon sagen. Jetzt sind wir ganz weit von Deutschland nach China gekommen und jetzt geht es eigentlich wieder total zurück nach Frankreich, aber was soll's, manchmal gehen die Wege eben kreuz und quer, ne? Macht ja nichts. Also von Asien zurück nach Europa,
Gucken wir mal, was das schnellste Verkehrsmittel ist dorthin. Und wir berichten euch dann das nächste Mal. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Macht's gut.